Der Weitläufer und sein Gefährte erhalten einen Abwehrbonus gegen Fernkampfangriffe. Das ist auch recht nützlich. Wie sieht's bei Tekeo aus? Nicht tarnen. Falscher Knopf. Und ja, ich weiß, ich verbrauche gerade Zeit, aber ich bin neugierig. Naja gut, bei Tekeo ist das eh... Regeneriert sich die Ressource eh im Kampf. Von daher nicht ganz so interessant. Also ist das nur etwas, was Edda hat. Du bist doch, glaube ich, die wir suchen, oder? Akira, we meet again. Ach nee, das war die, die den Epos haben möchte, den wir aus Akemirs Keller klauen sollen. Hm, und der Sound kommt mir gerade ein bisschen laut vor. So, besser. Du bist nur die... Ah, da ist Nungata. Du bist die Tierhändlerin. Aber mit dir möchte ich reden. Didn't you help me track down that crab thief in Etua? Du hast mir nicht in Etua geholfen, diesen Krabbendieb aufzuspüren. Nungata blickt zu Tekeo auf. So it is true what they say. You never forget a face. Nungata, a pleasure as always. Es stimmt also, was behauptet wird. Du vergisst niemals sein Gesicht. Nungata, es ist mir wie immer ein Vergnügen. Er neigt den Kopf. Hard to forget the boy who pilfered half my earnings when he thought my back was turned. Es ist schwer, einen Jungen zu vergessen, der die Hälfte meiner Einnahmen gestohlen hat. Also glaubt nicht, dass ich nicht hinschaue. Mit erhobenen Augenbrauen verschenkt sie die Arme. That is a vile falsehood. I pilfered a third of your earnings. A finder's fee. Das ist eine üble Unterstellung. Ich habe nur ein Drittel deiner Einnahmen geklaut und das war mein Finderlohn. Tekeo lacht leise in sich hinein, doch Nungata verengt, verärgert die Augen und wendet sich wieder dir zu. Ja, wegen Verantwortungslosigkeit kriegt Tekeo eins auf den Deckel von Alof und Xoti. Alof seufzt durch die Nase, während Xoti sich wütend über die Zähne leckt. What say, Hunter? Was meinst du, Jäger? Mit einem Zwinkern winkt Nungata dich herbei. Beinahe Kopf übergeben. Ihre Glücksstelle war ganz offensichtlich beendet. So it has. In der Tat, 5000 Kupfer. Way. Gata nimmt den Kopf entgegen und schaut in seine toten Augen. She was like a greased pyre in her day, slipping between hands that never grasped her for long. Nothing lasts forever. Good work, Hunter. Als sie noch jung war, hat sie die Leute immer an eine mit Öl bestrichene Münze erinnert. Sie ist allen zwischen den Fingern hindurchgelehnt und niemand konnte sie lange halten. Nichts dauert ewig. Gute Arbeit, Jäger. Fragen wir mal nach dem nächsten Kopfgeld. My contacts hiss of Flamewalker Vesali. A Naga shaman with a venomous tongue. During a conflict between clans, Vesali lured a rival leader into an ambush under the guise of truce. Meine Kontaktleute zischen etwas von den Flammenläuferin Vesali, einer Nagerschamanin mit einer giftigen Zunge. Während eines Streits zwischen den Stämmen hat Vesali einen gegnerischen Anführer unter dem Vorwand eines Waffenstillstands in einen Hinterhalt gelockt. Missbilligend schüttelt sie den Kopf. Her snake brethren want her snuffed out. She is rumored to be near the territory she claimed in the eastern parts of the Kawa-Orukuhu island chain. Ihre Schlangenbrüder wollen sie tot sehen. Angeblich hält sie sich in der Nähe des Gebiets auf, das sie für sich beansprucht. Im Ostteil der Inselkette von Kuao-Orikuhu. Ich werde mit ihrem Kopf zurückkehren. Ja, das war das nächste Kopfgeld, was wir jetzt abgeschlossen haben, nämlich Beinahe. Beinahe ist es nur noch ein Kopf kürzer als ich, der das gleichnamige Geld erhalten hat. Ja, und jetzt haben wir... Flammenläufer Vesali gekriegt, die sich in Kuao-Orikuhu aufhält. Mhm. So, wo ist der nächste Ausgang? Hier drüben. Weil jetzt haben wir in Schlangenkrone soweit fertig. Äh.
Heilige Treppe oder erst Messing? Erst Messing-Zitadelle. Und da kaiserliches Kommando, die Messing-Zitadelle selber. Da würden wir nur in die Zitadelle. Kaiserliches Kommando, Büro des Flottenmeisters. Ich glaube, kaiserliches Kommando wollen wir. Praktisch, wenn man so die Orte direkt auswählen kann. Ich wünschte nur, man könnte auch eine Schnellreise machen, direkt von den Orten wieder weg. Weil eigentlich will ich ja gar nichts hier in der Messing-Zitadelle, außer mit dem Typen hier über Hasongo reden. Oh, hier stehen sie aber gut aufgereiht. Grand Secretary Atsura wants to meet with you. He's in his office downstairs. Großsekretär Atsura will dich treffen. Es ist sein Büro die Treppe runter. Hast du den Obstkorb von Königin Oneska erhalten? Ihr Gesicht verfinstert sich und sie zieht an ihrer Pfeife. I got her message, all right. Ich habe ihre Nachricht erhalten. Oh ja, sie seufzt wütend und bläst den Rauch durch ihre Zähne. Was war mit dem ganzen Schwarzpulver? Hast du gefragt, wenn mal offen. Ein überraschter Ausdruck huscht über ihr Gesicht. Sie versucht es mit einem Grunzen zu überspielen. Noticed that, did you? Saltpeter. Sie hat immer noch den Tonbug. Hast du bemerkt, oder? Salpeter ist unsere Hauptressource in Raotai und wir glauben daran, dass man Ressourcen nutzen sollte. Now you can see why we didn't want the Valians nosing around our fort. Jetzt verstehst du, warum wir nicht wollen, dass die Valianer um unsere Festung herumschleichen. Dann lebt wohl. Irgendwie können wir es ja respektieren. Wo ist die Treppe runter? Da ist verlassen. Da ist die Treppe nach unten. Oh, Alof hat Level Up. Gehen wir mal wieder Arcana und Metaphysik. Einen Punkt können wir vergeben. Weit wirken sollte er eigentlich können, damit ich Feuerbälle weiter werfen kann. Das könnte jedenfalls ungemein helfen, also nehmen wir mal Weitwirken bei diesem Level Up. Wir sind jetzt gerade mal Level 9, also noch 10 Level, bis wir überhaupt... Das ist übrigens auch toll, dass ich nicht weit genug hochscoren kann, um das richtig zu sehen. Kleine Bugs. Geben dem Spiel eine gewisse Einmaligkeit. Aber ich habe trotzdem viel Spaß an dem Spiel, deswegen kann ich über solche Sachen hinwegsehen, beziehungsweise finde ich sie auch einigermaßen amüsant und sie behindern mich ja nicht wirklich. Sind ja eigentlich mehr nur Schönheitsfehler. It's impossible to cheat at Hazatoa. Da ist das Büro. He acts like he's gonna do one thing, then he does something else. That's called strategy. And don't you work for Atsura? Was haben die beiden? Pero schummelt, das sage ich dir. Es ist unmöglich, bei Hasatoa zu schummeln. Er tut so, als ob er eine Sache tun würde und dann tut er etwas anderes. Das nennt man Strategie. Und arbeitest du nicht für Atsura? Ja, das ist dieses komische Spiel, was sie hier immer spielen. Ja, das diente zu Freizeitzwecken, das Schlachtfeldmodell. So, Atsura. Klare Himmel. Hagrim, er neigt seinen Kopf und blickt dich ohne zu blinzeln an. Du scheinst anders als der Rest der königlichen Turmfeuergesellschaft zu sein. Wie meinst du das? Deine Augen sind aufmerksam, völlig ausdruckslos. Komm schon, du weißt genau, was ich meine. Er senkt seinen Kopf, aber beobachtet dich die ganze Zeit. Nein. This would be a most inconvenient time.
Okay, dann will ich nicht mit ihm reden, sondern... Rautanische Wache, Bürger, Waffenmeister. Ja, sollte ich nicht hierher kommen? Todesfeuergesellschaft, geringe Chancen. Nee, das war das. Das war die Schlangenkrone, okay. Vorwärts springen. Und Geschäftsgeheimnis im Schlund. Nö, ich finde jetzt gerade nicht, dass ich hier in die Messingzitadelle sollte. Komisch, ich hätte schwören können, ich hatte hier irgendwas offen. Welche in der Nähe des Ausstands Ausgangs stehe und komplett woanders angezeigt werde. Nö, ich muss hier einfach raus. Valianische Handelsgesellschaft wäre eine Alternative, wegen der Sprungsache, oder ich gehe gleich einfach zu... Erst in Gauns Tempel und dann zu dem Sprungding. Sprungturm. The Ranga Nui leads us, but he represents all of Rao Tai. Then must he put his name on everything? Prize share is simpler. Naja, wir haben immer noch Highspeed an. Was ist eigentlich mit dir hier? Du bist doch Kanonierin. My hands are feeling better. It's my pride that's still sore. Ja, ich bin immer... Also, meinen Händen geht es besser. Mein Stolz, der immer noch wund ist. Sie stiert ihre verbrannten Hände an. Ich bin immer noch auf der Suche nach meinem erfahrenen Kanonier. Schließt du dich jetzt meiner Mannschaft an? Dein Angebot abwägen, zieht sie dich von oben bis unten an. Don't take this the wrong way, but I only crew with captains I know. Either I'm sure you're capable, but I don't... Let's talk again when you... Ja, für die muss ich mir immer noch einen Namen machen. Und wir hätten noch den Ogerköche nicht. Aber ich brauche nicht so viele Köche. Ja, bis ich mir irgendwann meine Chunke leisten kann, wo ich 9 Mannschaftsmitglieder für brauche. Ich sollte außerdem mal wieder meine Lederrüstung anlegen. Ich meine, schon für eine Dauer brauche ich mehr. Sehr viel Gold. Für eine Galeone brauche ich viel und für eine Schunke ebenso. Seefahrer. Ich glaube, eine Seefahrer habe ich gerade. Nee, ist eine Dürrwälder-Schaluppe. Es muss auf jeden Fall sehr viel Geld noch dabei rumkommen, wenn ich mir alle Schiffe hier kaufen soll. Tempel von Gaun erstmal, damit Edda sich den mal zur Brust nehmen kann.
Das Bild sieht echt episch aus. Man kämpft gegen Piraten, während einem auch noch ein Kraken belagert.